Hallo VfR-Fans, hallo Sportfreunde. Ich möchte euch recht herzlich zum VfR-TV begrüßen, heute aus unserem Vereinsheim da Umberto. Neben mir seht ihr ein neues Gesicht, das ist der Lukas Genkinger. Lukas, begrüße ich recht herzlich, hallo. Hallo. Du hast gerade eben deinen Vertrag unterschrieben beim VfR Garching. Nach meinen Informationen, so wie unser Trainer mir gerade gesagt hat, kam dies zustande über deinen Vater, ist das so richtig? Ja genau, also mein Vater hat einen Geschäftskollege. Und der hat dann gesagt, dass Garching einen Außenspieler sucht. Und mein Vater hat dann das gesagt, dass ich gerade auf Vereinssuche bin. Und dann hat sich das ergeben, war ich beim Probetraining und dann hat das alles ganz gut gepasst. Wie hat dich die Mannschaft beim Probetraining aufgenommen? Richtig gut. Also ich war ja schon bei mehreren Probetrainings davor. Und ich muss sagen, dass es mir bei Garching eigentlich am besten gefallen hat von der Mannschaft her. Die waren richtig nett, haben mich gut aufgenommen. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Und wie kam der Trainer auf dich zu? Wie kam da so der Kontakt zustande? Also der Trainer hat vor dem Training schon ein bisschen mit mir geredet beim ersten Probetraining. Und dann hatte ich da schon einen guten Eindruck. War jetzt auch ein Trainer, der wirklich auf mich zugekommen ist und viel mit mir geredet hat. Das habe ich davor auch nicht so von anderen Trainern bisher erlebt. Also er hat sehr viel mit mir geredet und da fühlt man sich dann auch gleich viel wohler und ist entspannter. Das hört man gerne. Du wurdest bei Bayern ausgebildet. Wo spielst du am liebsten oder wo siehst du dich beim VfR Garching? Auf welcher Position? Also ich fühle mich am wohlsten auf der Seite. Ich komme gern von außen und spiele gern eigentlich am liebsten Rechtsverteidiger. Bin aber relativ flexibel, also kann auch Rechtsmittelfeld spielen. Habe früher, als ich auch beim VfB Stuttgart war, auch oft in der Mitte gespielt, auf 6 oder als Innenverteidiger. Also ich bin da eigentlich relativ flexibel, aber am wohlsten fühle ich mich schon auf der Außenbahn. Also kann man sagen, bist du ein variabler Defensive-Arounder. So kann okay. man sagen. Wo siehst du, ich meine, du hast jetzt die Mannschaft ein bisschen kennengelernt, du hast bestimmt auch schon mal auf die Tabelle geschaut, ein bisschen über VfR Garching was gelesen. Was siehst du als Ziel für die Mannschaft? Ja, in erster Linie ist ja Garching jetzt ein Aufsteiger und da ist das erste Ziel Klassenerhalt. Aber wenn ich das jetzt so sehe, ich habe natürlich jetzt auch noch nicht viele Spiele gesehen, aber rein von der Tabelle sieht es bisher ja ganz gut aus. Also ich denke, dass man schon versuchen wird, auch sich dann im Mittelfeld zu etablieren und denke ich, aber in erster Linie natürlich Klassenerhalt, aber wer weiß, was noch möglich ist. Okay. Und wo siehst du dein persönliches Ziel? Ich meine, wie schnell willst du in die erste Mannschaft oder willst du noch weiter hinaus? Also das erste Ziel ist jetzt ganz klar, dass ich spiele, weil ich ja auch die letzten Jahre nicht so viel gespielt habe. Also ich versuche wieder Spielpraxis zu sammeln und mich langsam an die Mannschaft ranzukämpfen und dann vor allem auch als Stammspieler zu etablieren. Und das ist so mein erstes Ziel, da in die Mannschaft reinzukommen und der Mannschaft auch was zurückgeben und dem Trainer was zurückgeben und Spielzeit zu sammeln. Und natürlich will man dann auch als junger Spieler eventuell noch höher hinaus in höhere Ligen. Aber jetzt das erste Ziel ist auf jeden Fall, Stammspieler zu werden. Ja, wer weiß. Man weiß ja nie, wo es hingeht mit dem VfR Garching. Aber man kann auch sagen, du bist 19, oder? Wenn ich richtig informiert bin. Genau, ja. Das heißt, du bist ja auch noch recht jung und hungrig. Da hoffen wir doch viel von dir zu sehen und da erwarten wir natürlich auch vieles. Mal schauen, wie es so schön heißt. Am Ende der Saison werden wir uns dann wieder sprechen und mal sehen, was wir dann alles erlebt haben mit dir. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, verletzungsfrei vor allen Dingen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao.